Ich entschuldige mich schon mal. Ich entschuldige mich nochmal für die leise Audio. Für die leise Audiodatei, aber ich weiß nicht, was da los ist. Oder woran das liegt. Auf den 1 Sekunden ist es auf einmal am Anfang noch ganz normal. Und dann aber. Ja, das denke ich mir auch. Und wie gesagt, ich finde das sehr, 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 sehr merkwürdig. Weil am Anfang die Audiodatei noch richtig schön normal ist. Und dann auf einmal mir nichts, dir nichts. Huch. Nein. Auf einmal richtig leise ist. Und ich weiß nicht warum. Gut, da unten gibt es Heilung und Rüstung. Lalala. Alter. Rambo. Nein, Alter. Ich war natürlich, hey. Kein Ding, kein Ding. Alter, hey. So. Tut mir leid, aber ich bin halt nun mal so ein übervorsichtiger Spieler. Ich pack die Sachen lieber an, wenn ich fürchterlich gut gewappnet bin. Davor ist es reiner Selbstmord. Und ich habe nur noch 10, 9 Granaten. Aha. So, ein PDA. PDA Gary Ross. Schauen wir mal. Keine gespeicherte Audiologs. Standort 2. Gary Ross. E-Mail. Was? ADS in Betrieb. Mr. Ross, ich möchte Sie nur kurz daran erinnern, dass das neue automatische Verteidigungssystem am Eingang zum Delta-Labor jetzt in Betrieb ist. Befragen, wenden Sie sich bitte an den Delta-Sicherheitsdienst. Vielen Dank, der Delta-Sicherheitsdienst. Auf Ihre Bitte. Ach so, Anfrage. Das Technikteam für Standort 2 führt nächste Woche ein paar Tests am Luftschleusensystem bei Knotenpunkt 5 durch. Für diese Tests müssen wir die ARSS außer Kraft setzen und möchten Sie daher bitten, den Eingabecode auf 826 zu setzen, damit wir die Tests durchführen können. Vielen Dank. Auf Ihre Bitte hin wurde Knotenpunkt Standort 2 auf 826. Alles klar. Magazin.
Aha. Nein, 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 nein. Boah, und ich hab den Mistkerl gerade noch so angehört. So, boah. Geschlossene Gesellschaft. Au. Gut, zwei Schrotflintenschüsse. Und der Typ ist down. Eieiei. Eieiei. Ein Imp, okay. So. Mann, Mann, Mann. Gut, ich habe wieder volle Schrotmuni. Rüstungsfragmente, Raketenmuni. Boah, verdammt ich eh. Ich sollte fürchterlich, fürchterlich dringend Munitionsgürtel finden und Handgranaten. Ansonsten sieht das furchtbar schlecht für mich aus. Aha. Perfekt. Wieder volle Muni. Magazin und Munitionsgürtel, Heilung und Rüstung. Ich wollte gerade sagen, war da nicht was? Speichern.
Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt noch von hinten einer, oder? Nö. Spinnen. Ich hasse Spinnen. Der geborene Scharfschütze. Da kommen die nächsten. Wandkrabbler. Und da lese ich mir mal das PDA durch. Ich mach's einfach. Ich gehe mal zurück und schau, ob da noch Spinnen kommen. Sieht aber nicht so aus. Okay. Dann zurück in den Raum, wo ich mich sicher wiege. In Klammern hoffentlich. Und bevor ich das aktiviere, 54 Munition, alles klar. Ah ja. Falsche Taste. Änderung EAP-Richtlinien Ort 2. Hören wir gleich mal an. Schließungsstandort 2. Mr. Hollis, hiermit teile ich Ihnen mit, dass die Haupttunnelpassage zu Standort 2 verschlossen wurde. Ich werde die Tür kurz heute an die archäologische Abteilung übermitteln. Damit ist diese Ausgrabungsstätte praktisch endgültig geschlossen. Und Restmunition. Wie gebeten, 142, okay, restliche Munition, Stand 2 in die Lagerstelle mit 142, okay. Und hier, was, wir haben einige Artefakte von Standard 2 ohne ordnungsgemäße Angaben zum Fund und Zeitdatum erhalten. Es ist sehr schwierig, diese Stücke zu bearbeiten, ohne zu wissen, wo oder wann sie gefunden wurden. Bitte überprüfen Sie Ihre Unterlagen und schicken Sie mir die erforderlichen Informationen für die Akte 34-X91, 21-X23 und 86-Y12. Phil Wilson, Delta, Ding, Gedönse. Gut, 142. Boah, Raketen. Wie sieht's mal aus mit Tankgranaten? So, und hier hören wir den Audiolog an, weil hier ist ein bisschen... Audiolog von Charles Hollis, technischer Leiter, 5. September 21. Um unsere Ressourcen für die Lebenserhaltungssysteme zu schonen, hat der Unternehmensrat beschlossen, ab dem 1. Oktober 21.45 alle Umweltprozessoren in dem allgemeinen Bereich von Standort 2 vom Netz zu nehmen. Morgen schicke ich E-Mails an alle Teamleiter mit der Bitte um Verlegung ihrer Ausrüstung auf Standort 3. Wir glauben, wir haben von Standort 2 genug nützliches Material für das Projekt gewonnen und wollen unsere Ressourcen jetzt für die Untersuchung von Standort 3 nutzen. Ende der Logaufzeichnung. Mhm. So, dann speichern. Jawohl. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, werde ich wieder ein Aufnahmepäuschen machen. Haben echt einiges erreicht. Mal wieder. Und ja, ich denke mal, dann wird es nicht mehr lang dauern. Dann haben wir auch Monorail Station abgeschlossen. Und dann sind wir schon in den Delta Labs. Dann kommt 1, 2a, 2b. Dann 3, dann 4, die Hölle, dann 5. Und wenn wir das abgeschlossen haben, haben wir sonst schon 7 Level abgeschlossen. Dann hätten wir das abgeschlossen, kommen danach, glaube ich, noch 4 bis 5 Levels und dann haben wir das auch hinter uns. Ja, da müsste ich nochmal nachgucken und mir eventuell notieren. Aber das erfahren wir erst in der nächsten Aufnahmesession. Ich hoffe, euch hat soweit die Aufnahmesession gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, kommentieren und bewerten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession. Bis dahin wünsche ich euch aber alles Gute. Machimalka für heute. Over and out. Tschö mit dö.